Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte hat sich der FC Bayern München für das Viertelfinale der UEFA Women's Champions League qualifiziert. Wie schon im Hinspiel zeigte Thomas Wörles Mannschaft eine souveräne Vorstellung gegen den FC Zürich und besiegte die Schweizer souverän und deutlich. Im Hinspiel 2:0 Sieg für den FC Bayern, auch im Rückspiel die Heimmannschaft von Anfang an klar überlegen. Erste Gelegenheit in der 16. Minute, Fridolina Rolfe mit einem Kopfball. Da zeigt die Zeitlupe erst, wie knapp der eigentlich war. Und das war nicht die erste Chance für den FC Bayern. Die Hausherren von Anfang an druckvoll und klar überlegen. Zürich schon früh mit dem Rücken zur Wand und mit riesig Glück nach einer halben Stunde. Tolle Hereingabe von Leonie Meyer, perfekt auf den Fuß von Fridolina Rolfe. Die scheitert zunächst am Pfosten und dann mit dem zweiten Schuss an Torfrau Elvira Herzog. Die 39. Minute. Melanie Leupolz zieht ab aus der Distanz. Toller Schuss, nur knapp drüber. Auch diese Szene Ausdruck der Überlegenheit der Bayern-Frauen. Viele Torchancen aus der Distanz und aus der Nähe in der ersten Hälfte, noch allerdings kein Tor. 3 Minuten später dann, Christin Demann, langer Ball nach vorne. Skor Vancouver auf Fridolina Rolfe und die sieht in der Mitte Sarah Debritz, direkt abgezogen und wie schon im Hinspiel profitiert Sarah Debritz von einem kapitalen Fehler von Torfrau Elvira Herzog. Schöner Spielzug der Bayern, aber natürlich, dieser Schuss war mehr als haltbar. Den Bayern-Frauen war es egal, dieses Tor natürlich ein ganz wichtiger Schritt Richtung Viertelfinale. Und ihr Herzog gab da eine bemitleidenswerte Figur. Die Führung trotzdem hochverdient zur Halbzeit. Bayern München in der 42. Minute mit dem Tor und auch in der zweiten Hälfte. Viel Druck auf Elvira Herzog. Sarah Debritz mit der besten Gelegenheit in der 59. Minute zu erhöhen. Von Zürich keine einzige gefährliche Torszene in diesem Spiel zu sehen. Stattdessen der Wechsel der Bayern. Nach 64 Minuten Jill Roth auf dem Platz. Und die brauchte genau 78 Sekunden, um hier nicht nur auf sich aufmerksam zu machen, sondern dieses Spiel auch zu entscheiden. In der 66. Minute nach Vorlage von Lina Magul das 2:0 für den FC Bayern. Und da war es klar, spätestens hier, diese Partie war entschieden. Vor allem, da die Mannschaft von Thomas Wörle auch weitermachte. 73. Minute, Damjanovic auf Skorvankova. Und die erzielt wie schon im Hinspiel ihr Tor. Skorvankova und Debritz jeweils mit Toren im Hin- und Rückspiel. Das 3:0, der Endstand in dieser Partie. Nach 2 sehr souveränen Vorstellungen qualifiziert sich Bayern München zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte für das Viertelfinale der UEFA Women's Champions League. Das findet Ende März statt.